Luxus ist logischerweise wichtig, das ist ja der Ansporn zu arbeiten. Wenn du keinen Luxus brauchst, brauchst du auch nicht zu arbeiten, kannst du in den Wald setzen und Kokosnüsse essen. Es gibt kaum einen Vater, der sich mit den Gedanken anfreunden kann, dass die Tochter jemals einen Freund hat. Wenn es soweit ist, dann wird der Bursche erst einmal auf Herz und Nieren geprüft. Dieses Schicksal ereilt auch Selfmade-Millionär Robert Geissen. Seine 14-jährige Tochter Davina ist zum ersten Mal verliebt. Ihr Auserwählter ist der britische Musiker und YouTuber Leo DeVries. Der 16-Jährige hat 1,5 Millionen Abonnenten und wird von Millionen Mädchen angehimmelt. Sein Herz schlägt aber für die Millionärstochter. Gerade erst verbringt der junge Bursche eine Woche bei den Geissens im Familienanwesen in Saint-Tropez. Kennengelernt haben sich die beiden bei einem Privatkonzert in der Villa Geissini, tauschen ganz teeny-like Nummern aus. Da hat Robert wohl nichts mehr zu sagen, denn Davinas Blicke sprechen Bände.